Jo Leute und willkommen zurück zu Pokémon Solar Light und Lunar Dark. Wir sind hier immer noch auf diesem Gewitterpfad, sag ich mal, stehen geblieben und waren dabei, die Höhle zu erforschen, nachdem uns der erste Trainer ja eigentlich schon ein Pokémon weggenommen hatte, bin ich eben nochmal rausgerannt und habe das aufgefüllt und ja. Jetzt bin ich wieder hier drinne und versuche es einfach nochmal, hier weiter reinzukommen. Wer weiß, ob diese Höhle uns weiterbringt oder so wie die anderen zwei, in denen wir schon waren, einfach wieder ein Dead End ist, wo wir nur mit Surfer weiterkommen. Naja, wer weiß. Und ich muss sagen, ich habe gerade echt Spaß an meinen Spielen, die ich halt zurzeit spiele. Also jetzt sei es nun Dissidia oder halt dieses Pokémon-Spiel hier. Ich habe rein theoretisch schon viel zu viel vorweg aufgenommen. Allerdings liegt es hauptsächlich daran, dass mir das halt viel zu viel Spaß macht. Okay, es ist wieder ein Dead End. Hier haben wir noch einen Iron. Nehme ich aber trotzdem mit. Ich meine wirklich dieses Pokémon-Spiel. Es macht so viel mehr Spaß als... keine Ahnung. Also auf jeden Fall macht es mehr Spaß als Sonne und Mond. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Weil... natürlich, Sonne und Mond hat bestimmt einige Fans. Tut mir leid dafür, aber... ich fand Sonne und Mond war mit Abstand die krasslichste Gen von allen. Und dennoch habe ich Sonne und Mond links und rechts Streifen hier als Rahmen benutzt. Ja. Ja gut, egal. Auf jeden Fall finde ich persönlich, meine XY war auch schon irgendwie grenzwertig für mich, fand ich. Keine Ahnung warum. Und ja, rein theoretisch würde ich sagen, dass Schwarz und Weiß 2 für mich die letzte gute Gen war, weil Oras zähle ich jetzt nicht. Oras ist sowieso perfekt, das ist Höhenregion. Aber, naja. Und ja, Egasan, was auch immer. Heil dich halt noch mehr hoch. Weil, okay, wahrscheinlich habe ich auch sehr viel mehr KP als dieses kleine Buschelding da. So. Und tauschen jetzt einmal mal aus und gehen in Gag One rein. Und ja, wir haben leider im letzten Part herausgefunden, dass Gag One keine Entwicklung haben wird, da im Pokédex direkt unter ihnen jetzt schon ein Pokémon eingetragen ist. Und ja, es ist ein bisschen ärgerlich, weil, wie ich schon erwähnt hatte, die physische Death von Gag One lässt halt echt zu wünschen übrig. Ich meine, ich kann euch die gerne nochmal zeigen. Es hat halt eine physische Death von 27 und es ist Level 21. Das ist halt nicht sehr viel. Ich meine, Flitzy hat sogar mehr. Dafür hat Flitzy jetzt nicht unbedingt in den Angriffswerten mehr, aber ja. Das einzige Gute, was Gag One zurzeit ausmacht, ist halt wirklich die Fähigkeit. Aber gut. Das ist halt auch noch so eine andere Sache. Ja, können wir wieder morgen reingehen. Oh. Den Dude kennen wir doch. Du schon wieder, verfolgst du mich etwa? Es gibt nur einen Weg, Kumpel. Ha, ich hab den Flur mit Damon gewischt und den Orden erhalten. Okay, cool. Ha, ich sehe, du hast ihn also auch. Ich war in den Höhlen und hab ein starkes Pokémon gefunden. Ich würde gerne damit kämpfen. Möchtest du es sehen? Ja, was auch immer. Lass uns einfach gegen ihn kämpfen. Ich liebe diese Musik gegen ihn. Das, was jetzt reinkommt, war glaube ich dieser Feuervogel von ihnen. Ich meine, das sind halt so alles Namen, die kenne ich halt nicht, deswegen muss ich die mir also langsam alle einprägen, weil die werden wahrscheinlich öfters vorkommen. Aber es geht mittlerweile. Ich habe es nicht gelesen, was da jetzt kommt, aber okay, es ist nur ein Jumpel. Ich habe nicht Angst vor Jumpels. Tut mir leid, das ist halt einfach nur so ein dummer Käfer. Und die Entwicklung von Jumpel wird wahrscheinlich ziemlich OP sein, aber ja. Dann haben wir das Ding dann noch und das stirbt dann einfach auch. Okay. Ich bin trotzdem besser. Na, nicht schon wieder. Kein Problem. Das interessiert mich nicht.
Ich habe Tränke und keine Ahnung. Ich gehe meine Pokémon trainieren. Sodass sie sich entwickeln und stärker werden als deine. Bis dahin, Loser. Ja gut, da muss ich wirklich sagen, okay, weil meine Pokémon sind teils schon viele entwickelt, was seine halt nicht waren. Und ein Hearthstone. Nur ist die Frage, geht es hier in der Höhle weiter oder geht es hier rechts weiter? Weil, ja, da gibt es auch wieder eine Brücke. Meine Güte, ich hasse diesen Weg hier. Oh! Hier können wir also dich fangen. Dann können wir auch gleich mal herausfinden, was für ein Typ du eigentlich bist. Oder auch nicht. Warte mal, was sie definitiv machen kann, ist wahrscheinlich eine Wing Attack draufhauen. Oder auch nicht, ist sehr effektiv. Oh. Oh, dann kann es sein, dass es ein Kampf-Pokémon ist. Timer Ball. Auch nicht schlecht. Ja, okay. Hi, Raise It. Lange nicht gesehen oder so. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sich Morhu mit Level 25 entwickelt. Ich weiß auch nicht warum. Na gut, was das Pokémon angeht, deswegen muss er irgendwann ein anderer mal schnappen. So, Bag, Taschenlampe. Das ist ja genauso wie dieses andere Pokémon, was es hier angeblich in den Höhlen gibt. Das müssen wir uns ja auch noch mal holen irgendwann. Und ein Zink. Gibt es hier in der Höhle alle Boosting-Sachen und dann kann ich mich hier wieder verpissen oder was? Okay, da haben wir das schon mal. Es war ja Typ Gestein. Oder Elektro. Oder ist es Elektrogestein? Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall würde ich sagen, schmeiß ich aber Bälle, weil ich glaube, damit komme ich jetzt nicht wirklich gut gegen an. Ja, und damit hätten wir es auch schon gefangen. Ging schneller als erwartet. Es ist nur Typ Gestein, okay. Es ist ein antikes Pokémon, was anderen hilft. Okay, cool. Ich wollte ihm keinen Spitznamen geben. So. Und da ist es schon wieder. Und tschüss. Okay. Wilde Pokémon-Spam, wuhu. Warum kommt hier gerade nur Golkit? In den ganzen anderen Höhlen kam nur dieses Wombat. Dieses Wombat? Keine Ahnung, wir haben jetzt super Fake da. Ach ja. So. Da haben wir wieder ein Raised. Das Raised darf auch mal wieder eben kurz sterben. Ich meine, ich habe so Angst vor den Elektroattacken von denen, aber solange die nicht zum Zug kommen, ist das mir so ziemlich egal. Hi du. Okay. Das komische Vieh schon wieder. Meine Feuerversion oder so. Stimmt, kann es sein, dass dieses Ackling auch einfach nur die Wasserversion von Morhun ist? Dass es so eine, keine Ahnung, Trio, Quartett, sonst was irgendwie sind. Aber na gut, wer weiß. Ich meine, wer weiß, was hier unser andere Rivale da eigentlich hatte. Weil es sah nach einem Feuerflugding aus, aber es war kein Feuer. Deswegen, wer weiß. Und Psycho Shift, ja, nee, das brauchst du jetzt nicht. Das bringt nur, dass ich die Statusveränderung, die ich habe, auf den Gegner rüber tausche. Also, ja, nee. Und da steht ein kleines Pärchen. Oder so ähnlich. Und da unten liegt Charge Beam. Eine Elektroattacke, ich meine, warum nicht? Ist, denke ich mal, auch jetzt gar nicht mal so verkehrt, weil es sollte stärker als Donnershock sein. Da, Flitzy. Ja, Stärke 50, aber nur genau 90. Oh. Okay, na gut.
Packe ich trotzdem rauf, weil 90 Genauigkeit ist immer noch besser als 70 Genauigkeit. Na gut. Wir sind beide Pokémon-Fans und wir kämpfen immer zusammen, Dingens. Okay. Ja, das sieht nach einem relativ soliden Doppelkampf aus, würde ich mal behaupten. Auch wenn sein Fluffkier eigentlich ziemlich geschwächt ist, weil es regnet. Aber gut, Psybeam und es ist sowieso tot. Und Magical Leaf und es lebt noch. Natürlich krieg ich die Statik. Ich krieg immer die Statik. 30% Chance, meine Freunde. Na gut. Okay, wir haben einen leuchtenden Ball hinter uns. Also, Paraheiler habe ich schon noch welche. So. Einfach mal weitergehen. Vielleicht finden wir ja das eine Pokémon hier drinnen noch. Als ob es dich hier auch noch gibt. Ich meine wirklich, Stotox, wie bist du hierher gekommen? Na gut. Ich weiß auch nicht, wie deine Entwicklung aussieht, ne? Okay. Und da unten liegt ein Pokéball, dich habe ich gesehen, und zwar ein Ultraball. Hahaha, ein Pokéball, so nehme ich einen Ultraball. Da hat jemand einen Ultraball in den Pokéball gesteckt. Oder so ähnlich. Und ich laufe mit Absicht immer so ein bisschen durch die Wiese noch, um eventuell doch nochmal ein Pokémon zu finden, was wir noch nicht haben. Oder halt jetzt das eine, was wir halt nicht gefangen hatten, weil ich gekillt habe. Aber gut. So. Da ist es auch schon wieder. Dynamite. Einfach direkt Bälle werfen. Irgendwann wird schon drinnen bleiben. Keine Ahnung. Weil mir langweilig ist. Als ob das geklappt hat. Okay, gut. Dynamite ist Typ Kampf. Okay. Kann ich definitiv mitleben. So, das heißt, ich kann Morin eben mal kurz von der ersten Stelle wieder wegpacken. Pack Dennis an der ersten Stelle, dass ich dieses scheiß Buschding einfach noch mit habe, ne? Und wir scheinen durch zu sein. Ja, welcome to Rusted City, okay. Cell Battery. Warte mal. Ja. Das ist die Batterie, was es auch in Deutschland gibt, die. Also das im richtigen Spiel, meine ich. Die. Das Item da. Wenn man auf eine Elektroattacke getroffen wird, wird es aufgeladen und man. Attack Boost? Special Attack Boost? Ich weiß es gerade nicht. Ja, ich habe meinen Arena-Orden gewonnen. Das war sehr einfach. Für mich oder so, keine Ahnung. Hast du über Rust Ball City gehört? Nein? Nun, es ist eine große Stadt. Es ist nicht sehr sicher, auf den Straßen zu gehen. Aber dafür haben sie diese Übergänge hier gebaut. Ja, okay, was auch immer. Taxi-Kommune, oh Gott. Kann es sein, dass das hier die Großstadt ist? Also lass mich raten, ich kann hier nicht links laufen, aber ich kann hier links laufen. Wer weiß, vielleicht ist hier ja irgendwo irgendwas. Wie hier wirklich Autos fahren. Okay. Hat mir jetzt wohl nicht allzu viel gebracht, hier haben wir so komplett rumzurennen, aber egal. Ein Beleber. Okay. Hi, Dude. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat er mir ein Item gegeben. So. Es gibt keine Möglichkeit, den Arena-Leiter mit diesem schwachen Pokémon zu besiegen. Ich brauche ein Pokémon wie Razard. Okay, ich habe das Ding, aber gerade nicht dabei. Also zu dem Haus muss ich dann gleich nochmal wiederkommen. Okay. Was auch immer. Spielt ihr mal weiter eure Musik. Muss erstmal das Pokémon Center überhaupt finden. Das ist auch nochmal so eine Sache, ne?
Okay, da haben wir den Fahrradladen. Sorry, wir sind total ausverkauft. Willst du mich verarschen? Ah, okay, die Fahrräder hier sind nur Dummies. Warum sollte man nur Dummies haben? Was ist das hier vorne? Ach ja. Es gibt viele Elektro-Pokémon um Rust Ball City herum. Ah, danke. Cool. Wir haben ein Item für Flitzy. Bam, bam, bam. Diese Musik hier einfach. Also, sollte ich eventuell hier gucken. Geben Flitzy. So. Ah, okay. Angriff wird erhöht, wenn ich bei Elektro-Tagger getroffen werde. So. Black Glasses. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe es erst einmal Gag One, weil ich halt eine Unich-Attacke drauf habe. Aber in rein theoretisch ergibt es keinen Sinn. Oh, ich bin wieder am Anfang. Sehr schön. Wo geht's denn hier rum? Einfach aus Prinzip hier nochmal so außen rumrennen. Und hier ist dann wirklich ein Item versteckt. Thunderstone. Cool. Jetzt habe ich definitiv endlich mal einen Stein und kann wenigstens mal gucken, ob sich dadurch irgendwas entwickelt. Thunderstone, nö. Also von meinem Team entwickelt sich nichts durch einen Donnerstein. Okay. Schon mal sehr schön zu wissen. So. Aber nach wie vor ist die Frage, wo ist das Pokémon Center? Ach ja. Hi, Dude. Bla bla bla. Möchte ich mit dir tauschen? Du suchst nach einem Fluffk. Für ein Toxidon. Ich glaube, ich habe kein Fluffk. Oder? Keine Ahnung. Nach wie vor brauche ich das Pokémon Center. Yay, ein bisschen. Oh. Bisschen Gras und da wird gleich gekämpft oder so ähnlich. Yay. Hallo Elektrotter. Dich hatte ich auch mal. Oder was? Ach ja. Ich glaube aber für die nächste Arena brauche ich nicht wirklich trainieren. Bounce? Wie cool ist das denn? Ich meine, okay, nehme ich. Aber es ergibt irgendwie nicht wirklich viel Sinn. Aber ich nehme es. So. Dann können wir in Gag 1 gehen und Gag 1 setzt einfach Dark Matter ein, wird zum Unlicht-Typ und dieses Monkey ist sowas von tot. So, dann habe ich dich hier in der Ecke noch. Lustig wäre ja, wenn das hier der Weg zum Pokémon Center ist. Baby Doll Eyes, ja, wer hätte das gedacht? Okay. Ich finde lustig, dass sie hier sozusagen alle stehen, aber am Ende einfach gar nichts ist. Also kann sein, dass hier später irgendjemand kommt, der dann am Ende dieses Weges steht. Und dann hätte man wahrscheinlich sowieso alle besiegen müssen. Asset. Also mir wäre sowas wie Sludge oder Sludge Bomb schon lieber gewesen als Bounce, aber ich beschwere mich mal nicht. Vielleicht erlerne ich das noch irgendwann von selbst. Ich meine, ich habe auch noch Barbie Bean, von daher. Was hat sie gesagt? Dass mein Outfit ziemlich süß an mir aussieht? Keine Ahnung. Less Missy, wow. Du warst ein Feen-Pokémon, glaube ich, oder? Ja, gut. Special Death singt, wuhu. Charme, ja, dann senkt mal meinen Angriff. Ich greife speziell an. Beziehungsweise, ich habe zwar zwei physische Attacken, aber gegen dich kämpfe ich speziell. So. Und Robol, was war das Ding nochmal? Ach, richtig, das war das. Ja, Play Fight. Den Move kennen wir mittlerweile und Angriff sinkt schon wieder. So. Damit hätten wir hier alle Trainer besiegt. Yay. Ich glaube, hier war ich schon.
Okay, was auch immer. Das ist die Spielhalle oder so, würde ich jetzt mal behaupten. Von dass da einfach Gems drauf sind, also Edelsteine, Kristalle, was auch immer. Ja, das ist die Spielhalle. Okay. Ich habe keine Spieldingens. Welchen Preis möchte ich? Oh, okay, hier kann man sich Attacken holen. Oh. 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 Die beiden sind ganz böse. Also die drei schon fast. Der Rest da oben ist halt... Ja, ne? Und, hast du hier auch nochmal irgendetwas? Ah, ne, das ist die Lotterie hier. Okay, ja, dann überprüfe meine Lotterienummer. Schade. Hätte ja klappen können. So. Vielleicht werde ich das da auch irgendwann offscreen mal machen, wenn wir Münzen erspielen, dass ich die Items kriegen kann. Okay, hier wird das Pokémon Center wahrscheinlich nicht sein. Nein, ich habe sie noch nicht bekämpft, weil ich die Arena noch nicht mal gefunden habe. Bla 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 und sonst was. Irgendwas von Elektro. Ach ja. Naja. Man kann ja nicht auf Stühle stehen. So. Okay, das hier könnte jetzt schon fast die Arena sein. Bin ich mir allerdings gar nicht mal so sicher. Mal sehen, was das hier ist. Nein, scheint... Strike, okay. No money, no taxis. Ah, okay, die Taxi-Company ist das hier und die streiken scheinbar gerade. Oh, ich habe schon mal irgendwas getriggert. Ich sag, erzähl dir, warum wir streiken. Verstehst du, unser Boss bezahlt uns nicht genug. So, deswegen streiken wir und... Ja, was auch immer. Warum haben wir die Person jetzt hier rausgeht? Ja. Da haben wir einen Clown. Bin lustig, wie ich ja gefühlt alles in der Stadt finde, außer das Pokémon Center. Warte mal. So. Was hat der nochmal hier gesagt? Ah, okay. Kann ich deine Pokémon sehen? Die sehen stark aus. Ja, schön. Ja. Da ist es doch. Meine Güte. So, dann suchen wir erstmal die beiden Pokémon raus, die da... Also der eine Dude wollte ja das, der andere wollte was anderes. So. Erstmal... Scheiße. Warst du das jetzt überhaupt noch? Ich glaube ja. Auf jeden Fall hast du Schierforce, das ist ziemlich stark. Ich glaube, du warst das eine und das andere war irgendwas mit A. Ah, fuck. Okay, auf jeden Fall wahrscheinlich das andere nicht zu haben. Allerdings kann ich das eine Pokémon hier noch austauschen. Und ich hoffe, ich finde das aus schnell. Wäre irgendwie lustig, wenn es das hier wäre, aber ich glaube nicht. Das war, glaube ich, auf der linken Seite irgendwo, oder? In dem Haus hier war ich noch gar nicht. Razor Fang, ah, cool. Und Razor Claw. Okay, na, man meint ja auch irgendwas davon, dass sich zwei, dass es Pokémon gibt, die sich dadurch entwickeln, wenn sie es tragen. Das ist jetzt halt echt die Frage, welche Pokémon sind das? Ach ja. So. Okay, hier haben wir den Bike-Laden-Dingens. Ich glaube, das Haus war da drüber, was ich suche, oder? So, ja, hier war es auch schon. Ja, Razed, okay, gut. Dann tauschen wir mal wieder. Okay, und wir kriegen Cyril. Okay, sieht interessant aus.
Und jetzt hat er auch wirklich Razor daneben sich stehen. So. Geistflug. Coole Typenkombination, definitiv. Und Unburden. Okay, ja gut, das ist nicht die beste Fähigkeit fürs Durchspiel. Erkennen. Was zur Hölle? Das muss halt. Oh, das ist eine Flugprio. Eine spezielle Flugprio. Okay, das ist fucking cool. Na gut. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich suche jetzt erst einmal den Weg wieder zurück zum Pokémon Center. Und dann können wir nochmal gucken, was das für Zeitquests so sind. Problem ist eigentlich nur, dass ich immer noch nicht die Arena gefunden habe. Okay, erst einmal Pokémon auffüllen, weil ich glaube, das habe ich vorhin vergessen. So. Gott, hier sind nur zwei Leute. Das passt ja, oder so. Hi, ich bin der Leiter der Rustbolt Breakdancers. Ich habe meinen Crewmates erzählt, dass wir uns hier treffen wollen, aber sie sind nicht gekommen. Kannst du mal nach ihnen suchen? Die müssten einfach durch die Stadt tanzen. Erinnere dich dran, wir sind fünf Leute, also okay, ich muss vier Stück dann wohl finden. Kannst du was für mich? Was? Kannst du ein kleines Zoppi für mich finden? Ah, danke. Das ist zu meinem Haus, der ist Zoppis favorite Pokédoll. Okay. In irgendeinem Haus werde ich wohl etwas für ihn finden. Warum er hier am Pokémon Center sitzt. Na gut. Okay, wir haben nur noch zwei Kinder. Habe ich mit denen überhaupt geredet? Kann sein. Keine Ahnung. Bei dem Haus hier war ich, glaube ich, auf jeden Fall schon mal dran, ne? Ah ja, ja. Gut. So, Nummer 1 haben wir da wenigstens schon mal. Und was hast du hier? Ein Destiny Knot. Was auch immer das ist, ich muss einmal gucken. Das ist ein Fatum-Knoten. Warum hat das so einen komischen Namen im Englischen? Gut, züchten kann losgehen oder so? Nein? Nein, nein, eher nicht. Na gut, so. Dancer Nummer 2 gefunden und... Huch! Ist das Pokémon vielleicht? Nee, ist einfach nur ein Pokémon, was hier durch die Gegend rennt. Okay. Dann lass es mal durch die Gegend rennen. Ich würde sagen, ich beende den Part hier an dieser Stelle und guck mich dann beim nächsten Part weiter durch die Stadt um oder so und versucht mir irgendwie einzuprägen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, bis dahin Leute und ciao.